Der Podcast Dialoge ohne Masken von Sharon Paschke und Christian Panda ist ein Podcast für Profisportler, Künstler, Führungskräfte, Unternehmer und alle Menschen, die ihre mentalen und geistigen Fähigkeiten ausbauen möchten. Zudem geht es darum, dass sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so zeigen können, wie sie wirklich sind. Wenn du dich für Themen wie Coaching, Mentaltraining, Motivation und Persönlichkeitsentwicklung interessierst, findest du in diesem Podcast viele Tipps, unterhaltsame Geschichten und Interviews mit berühmten Persönlichkeiten. Diese berichten über ihre Gefühlswelten und Weltansichten, ihren Weg zum Erfolg und auch über extreme Erfahrungen, um dir die Information zu geben, die du benötigst, um die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Die Gäste des Podcasts Dialoge ohne Masken bringen dich dazu, deine bekannten Vorgehensweisen und Routinen zu hinterfragen und geben dir Anregungen für neue Wege zu deinem persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen zum Podcast Dialoge ohne Masken. Heute darf ich Alexander Baumjohann begrüßen und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wenn du dich in ein paar Sätzen beschreiben würdest, wie beschreibst du dich? Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Alexander Baumjohann. Ich bin 33 Jahre alt mittlerweile, Ex-Bundesliga-Profi und seit 2 Jahren fußballerisch in Australien tätig. Nach einem Jahr in Brasilien, jetzt hier ein Zuhause gefunden und sehr glücklich momentan. Wir haben letzte Woche die Meisterschaft gewonnen und sportlich wie privat läuft sehr, sehr gut und ich bin glücklich, hier zu sein. Und wunderschönes Wetter, wie ich gerade sehe. Das hören die Leute natürlich nicht im Podcast, die können das Wetter ja nicht hören, aber sehr schön hier anzusehen. Ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Dankbar bin ich eigentlich für alles in meinem Leben. Natürlich, ich habe 2 kleine Kinder, die sind 11 und 7 Jahre alt, 2 Töchter. Die sind natürlich das Ein und Alles für mich in meinem Leben und dafür bin ich, glaube ich, am dankbarsten, genauso wie für meine Frau, die ich vor 15 Jahren kennengelernt habe und mittlerweile sind wir 13 Jahre verheiratet. Das sind so die Dinge, für die ich am dankbarsten bin, privat, aber natürlich auch dankbar dafür, dass ich das, was ich nach meiner Familie am meisten liebe, das Fußballspielen, das Hobby zu meinem Beruf machen konnte. Ich glaube, nicht viele Leute können das sagen, dass sie wirklich Geld verdienen mit dem, was sie am liebsten machen. Und dafür bin ich halt sehr, sehr dankbar. Und natürlich in meiner Karriere sind auch so Phasen gewesen, für die ich im Nachhinein natürlich auch sehr dankbar bin, wie zum Beispiel meine Verletzungen, wo ich fast 2 Jahre ausgefallen bin mit 2 Kreuzbandrissen und dass ich dann danach nochmal zurückgekommen bin, ohne nochmal Probleme zu haben in meinem Knie, bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar und weiß solche Dinge natürlich auch sehr zu schätzen. Bist du auch dankbar auch für diese Zeit der Verletzung? Also hast du da in der Rückbetrachtung auch viel mitnehmen können für dich? Klar, natürlich. Ich meine, natürlich ist es erstmal ein Riesenschock, wenn man die Nachricht erfährt, dass man sich das Kreuzband reißt und man ist mindestens 6-7 Monate raus. Aber in dieser Zeit wird man natürlich auch viel, viel stärker mental und das prägt einen natürlich. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt, wie ich schon vorhin gesagt habe, schon verheiratet war, schon 2 Kinder hatte, die mir natürlich sehr, sehr viel Halt gegeben haben in dieser schweren Phase, was für mich natürlich sportlich die schwierigste Zeit meiner Karriere war. Als es dann ein Jahr später nochmal passiert ist, im gleichen Knie, also das Kreuzband wieder gerissen ist, war es natürlich ein noch viel, viel größerer Schock. Da denkt man dann schon natürlich darüber nach, ob man nochmal zurückkommt und ob man wieder gesund wird. Aber im Nachhinein hat mich die Zeit sehr, sehr geprägt. Und ich meine, es ist, glaube ich, menschlich, dass erst schlimme Dinge passieren müssen, dass man halt auch Dinge wieder zu schätzen weiß. Aber ich kann echt für mich sagen, dass nach meinen Verletzungen ich wirklich dankbar bin für jede Minute, die ich im Training oder im Spiel auf dem Platz verbringen kann und einfach das Fußballspielen genieße. Was für einen Tipp gibst du jemandem, der jetzt vielleicht gerade frisch so eine krasse Verletzung hat? Ja, dass man vor allen Dingen immer positiv bleibt, dass man sich viele kleine Ziele setzt. Ich glaube, es gibt so viele Etappen
in so einer Phase. Am Anfang natürlich auf Krücken, dann sind die Krücken weg. Dann kann man anfangen, Fahrrad zu fahren, danach aufs Laufband. Also man soll sich so kleine Ziele setzen und kleine Etappen vor seine Augen setzen. Dann glaube ich, ist leichter, die Zeit umzubringen, als nur zu sehen, okay, in 7, 8 Monaten kann ich wieder auf dem Platz sein. Dankeschön. Ja, die Superkraft. Wenn du morgen mit einer neuen Fähigkeit oder Superkraft aufwachen könntest, welche wäre es? Ja, das ist schon eine schwierige Frage. Ich habe mir auch vorher ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, heutzutage sieht man ja, auf der Welt gibt es ganz, ganz viele schlechte Sachen. Wenn man das irgendwie ein bisschen beeinflussen könnte, dass sich das in die richtige Richtung verändert, ich glaube, das wäre schon eine Superkraft, die ich mir da aussuchen würde. Auf der anderen Seite natürlich auch, was mit Gesundheit zu tun hat. Ich glaube, es ist auch nicht normal, dass man gesund ist, dass man gesunde Kinder hat, dass man eine gesunde Familie hat. Von daher, glaube ich, gibt es so viele Personen auf der Welt, denen es da nicht so gut geht. Und wenn ich die Superkraft hätte, alle Leute gesund zu machen, ich glaube, dann würde ich die nehmen. Die eine Sache, wenn du eine Sache in deinem Leben oder in der Vergangenheit generell ändern könntest, welche würdest du ändern? Ich glaube, ich würde alles oder fast alles genauso wieder machen, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich bin oder ich kann sehr glücklich sein, dass in meiner Karriere und auch privat vieles so gelaufen ist, wie es halt gelaufen ist. Natürlich war meine Karriere so ein bisschen, oder ist meine Karriere ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und auch Tiefen. Trotzdem gibt es, glaube ich, wenig Momente, wo ich sage, das würde ich anders machen. Sportlich wurde ich halt auch schon oft gefragt, was ich in meiner Karriere anders gemacht hätte. Da würde ich mit dem Rückblick vielleicht sagen, dass ich mehr Geduld hätte haben sollen, als ich beim FC Bayern war. Ich hatte ja einen 3-Jahres-Vertrag dort und bin dann nach 6 Monaten, habe ich es forciert, wieder zu wechseln, weil ich halt wenig Spielzeit bekommen habe. Und im Nachhinein wurde ja dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später Jupp Heynckes Trainer bei Bayern wieder, der eigentlich mein größter Förderer während meiner Karriere war. Und vielleicht hätte ich dann dort auch, oder ich bin eigentlich relativ sicher, dass ich dann dort auch mehr Spielzeit bekommen hätte. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und von daher gibt es, glaube ich, wenig Momente, wo ich sage, das hätte ich anders gemacht. Zumal, ich glaube, es ist halt auch menschlich, dass wir halt immer schauen in die Vergangenheit und sagen, okay, das hätte besser laufen können, das hätte besser laufen können, das hätte besser laufen können. Aber im Endeffekt habe ich die Mentalität, dass ich oft lieber darüber nachdenke, was auch hätte schlechter laufen können. Und es gibt auch so viele Punkte in meiner Karriere, wo ich sage, okay, da hätte es auch schon viel, viel früher vorbei sein können oder das hätte schlechter laufen können. Und von daher bin ich froh, dass meine Karriere so verlaufen ist, wie sie halt gelaufen ist. Also kannst du das richtig gut annehmen, was alles in der Vergangenheit war und damit auch akzeptieren? Genau. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, es gibt wirklich 3, 4 Punkte, wo ich sage, da hätte es fußballerisch schon echt vorbei sein können. So banale Sachen wie damals, als ich 19 oder 20 war und bei Borussia Mönchengladbach gespielt habe und der Trainer mir gesagt hat, ich sollte den Verein wechseln. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag und mein Berater hat damals mit Zweitligisten gesprochen und es war wirklich kein Club dort, der mich verpflichten wollte zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte eigentlich nur eine Alternative und die war Gas geben und fit bleiben und an meine Chance zu glauben. Und dann habe ich mich in der Vorbereitung halt durchgesetzt, stand am ersten Spieltag dann auf dem Platz, war direkt Stammspieler in der Bundesliga und habe dann 2 Monate später beim FC Bayern unterschrieben. Unglaublich. Ja. So kann es kommen, ne? Ja. Was ist das Wertvollste, das du gelernt hast in deinem Leben? Ich glaube auch da wieder zurück zu meiner Verletzungszeit, Sachen halt schätzen zu wissen. Ich glaube, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ist nicht normal, so ein Leben zu haben und so privilegiert zu sein, dass man halt
wirklich all das machen kann, was er machen möchte. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt 100-mal so viel Geld hätte, wie ich habe, ich würde nichts in meinem Leben anders machen. Und ja, von daher ist das für mich schon ja, die größte Wertschätzung, einfach das zu haben, was ich jetzt habe, und ja, mein Leben so zu leben, wie ich es halt leben kann. Ich meine, zumal ich halt auch aus relativ einfachen Verhältnissen komme, meine Frau auch, und von daher meinen Kindern oder unseren Kindern so ein Leben zu ermöglichen, das ist, glaube ich, schon echt sehr, sehr viel wert. Sehr, sehr cool. Was war deine schwerste Zeit oder beziehungsweise dein schwerster Moment im Leben und wie hast du den überstanden? Meine schwerste Zeit, die ist noch gar nicht so lange her. Ich habe letztes Jahr ungefähr zu diesem Zeitpunkt die Nachricht erhalten, dass meine Mutter Lungenkrebs hat. Und sie ist dann leider im Januar verstorben. Und das war für mich so meine schwerste Zeit. Zumal ich natürlich auch dann hier in Australien war, relativ weit weg. Und ja, ich hatte halt schon ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Wir haben jeden Tag telefoniert. Und ja, das war für mich auf jeden Fall die schwierigste Zeit in meinem Leben. Und ja, also das war halt schon echt krass. Alles auf der Distanz gewesen, also du konntest du sie noch sehen, also besuchen oder wie? Ja, genau, meine Eltern waren vor fast 2 Jahren hier in Australien und wir hatten auch geplant, dass sie ja letztes Jahr wieder zu uns kommen und uns besuchen. Und dann, wie gesagt, hat meine Mutter halt aus dem Nichts diese Nachricht bekommen und ja, dann halt komplett mit Chemotherapie, mit allem drum und dran. Ich habe dann halt jeden Tag, als ich durch die Zeitverschiebung, als ich morgens wach geworden bin, direkt mit meinem Vater telefoniert, der mich dann halt mir direkt erzählt hat, was halt ja über den Tag halt passiert ist. Also ich bin halt jeden Morgen aufgestanden und habe halt mit dem Schlimmsten gerechnet, weil es halt wirklich echt eine brutal krasse Zeit war, halt auch für sie. Und ich bin dann halt in der Zeit zwischen Juli letzten Jahres und Januar, als sie halt verstorben ist, zweimal in Deutschland gewesen, als wir halt ein bisschen Pause hatten für 5-6 Tage. Um dann halt bei ihr zu sein, und dann war ich auch bei der Beerdigung und ja, ich meine, natürlich ist es brutal schwierig, sowas zu verarbeiten, gerade wenn man dann halt auch so weit weg ist, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es für mich auch ein bisschen einfacher war, das zu verarbeiten, weil ich sie halt auch nicht jeden Tag gesehen habe. Also ich glaube, für meinen Vater zum Beispiel oder für meinen Bruder, die halt tagtäglich bei ihr waren, war das schon nochmal eine ganz andere Nummer und nochmal viel, viel schwieriger zu verarbeiten, weil wenn dir halt jemand aus dem Leben gerissen wird, den du halt tagtäglich siehst, ist es, glaube ich, nochmal anders als jemand, mit dem du halt in Anführungsstrichen nur jeden Tag telefonierst. Aber ich muss halt echt sagen, das war für mich schon die schwierigste Zeit und ich wünsche halt niemandem, so etwas durchzumachen. Was hast du da für dich getan, also in der Zeit, um damit auch irgendwie umgehen zu können? Ja, natürlich so viel wie möglich zu der Zeit, als sie noch gelebt hat, mit ihr auch zu telefonieren, so viele Gespräche wie möglich zu führen, auch in der Zeit, wo ich dann halt in Deutschland war, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Aber ich meine, so viele Möglichkeiten, das in dem Moment dann zu verarbeiten, ist halt nicht da. Ich glaube, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass sie dann halt von uns gegangen ist, da wird einem das halt erst alles so richtig bewusst, aber letzten Endes ja, bin ich auch froh, dass es dann so gelaufen ist, dass sie halt ja einfach eingeschlafen ist, ohne großartig zu leiden. Ja, das hat mir, glaube ich, dann echt schon viel gegeben und da bin ich dann auch wirklich sehr froh, zumal auch mit der ganzen Corona-Geschichte, sie ist gestorben einen Tag vor dem ersten Corona-Fall in Deutschland. Wenn sie dann noch gelebt hätte, hätte mein Vater sie auch nicht täglich besuchen können im Krankenhaus und sowas. Das sind halt also Dinge, die halt wirklich schon sehr, sehr wichtig für mich waren, auch zu sehen, dass mein Vater halt immer bei ihr war, auch als sie dann halt gestorben ist. Und das hat mir halt schon sehr viel Kraft gegeben, dass ich weiß, sie war da halt ja mit jemandem, der ihr da halt auf der Seite steht. Vielen Dank fürs Teilen, Alex. Dankeschön. Ja. War das eventuell auch die Zeit, in der du das letzte Mal alleine geweint hast oder gab es dann noch etwas anderes? Ja, natürlich, auch im Nachhinein gibt es Momente, wo man dann an die Zeit denkt und da rollt natürlich nochmal die eine oder andere Träne durchs Gesicht, aber die Zeit
wo ich halt am meisten geweint habe oder wo ich halt sagen würde, okay, das war, wo ich zum letzten Mal richtig geweint habe, war natürlich der Tag, an dem sie gestorben ist. Oder dann halt auch bei der Beerdigung. Aber generell habe ich auch kein Problem damit, Gefühle zu zeigen. Ich meine, auch wenn ich einen Film schaue, wir haben letztens auch mit den Kindern einen Film geguckt. Es kommen ja oft mal so Szenen dann, wo man dann halt mal eine Träne verdrückt und da habe ich gar kein Problem mit. Disney-Filme können das besonders gut, ne? Ja, genau. Ja, dann in Kombination mit so einer Situation, die wir dann auch erlebt haben oder die du dann jetzt auch so erlebt hast, so frisch, dann wirkt es ja auch nochmal 100-mal stärker und ja, ist dann auch sehr herausfordernd. Wie sind deine Kids so damit umgegangen? Ja, für die war es natürlich auch brutal schwierig. Ich meine, du weißt ja, wie das ist. Großeltern sind für die Kinder auch das Ein und Alles und die waren natürlich auch sehr, sehr eng und ich meine, die sind noch klein, 11 und 7, wie ich auch vorhin schon mal angesprochen habe und natürlich haben wir sie nicht von vornherein involviert und alles erklärt, aber wir mussten denen natürlich auch so ein bisschen erklären, dass Oma halt krank ist und als es dann halt zu dem Zeitpunkt kam, dass ich meinen Kindern das halt erklären musste, das war eigentlich so mit das Schwierigste, das halt zu sehen, wie die Kinder dann halt auch darunter gelitten haben, also ja, das war halt auch schon echt krass, aber ja, die sind halt noch echt klein und ab und zu sprechen die es auch nochmal an und wir reden dann auch darüber und ja, also die haben halt wirklich nur gute Erinnerungen und ich bin halt auch froh, dass sie halt ihre Oma nicht in dem Zustand gesehen haben, wie es dann letzten Endes halt auch war und ja, von daher lief es da auch ganz, ganz glimpflich ab. Generell so, du kommst ja nun mal jetzt auch aus dem Profifußballsektor und so das Thema Tränen oder Gefühle zeigen, so wahrhaftig sein. Wie siehst du das so in dem Bereich vor allem? Ja, wie ich auch schon gesagt habe, ich habe gar kein Problem damit. Ich finde es halt auch eigentlich relativ cool und habe auch Respekt davor, wenn Leute halt in der Öffentlichkeit Tränen zeigen. Man sieht es ja auch jetzt, ich bin ein großer Basketballfan und ich schaue viel Basketball und was auch jetzt in der NBA los ist mit diesen Polizeigewaltskandalen und so, dass die Spieler dann halt auch vor die Kamera treten und da halt wirklich Emotionen zeigen und ja, ich bin halt auch eher jemand, der Respekt vor sowas hat, anstatt dass Leute halt immer so cool tun, das halt alles in sich hineinfressen, von daher glaube ich schon, dass auch Emotionen im Sport und auch im Leben dazugehören. Und wenn man dann sowas fühlt, dann sollte man das auch in der Öffentlichkeit zeigen und sich nicht da irgendwie schämen und es einem peinlich ist. Alex, jetzt hast du, das ist eine theoretische Frage, ja, mit dem Gegenstand jetzt, ja. Also dein Haus oder deine Wohnung, was hast du da eigentlich? Haus, Wohnung, was ist das Wohnung, bei dir? Wohnung, okay. Nehmen wir mal Stadt. mit dem schönen Hafen direkt, ne? Ja, genau. nehmen wir mal an, deine Wohnung, ja, fängt Feuer. Und nachdem du deine Liebsten gerettet hast, alle Lebewesen sind raus, auch Pflanzen, alles, was lebt und was du lieben kannst, ist raus. Jetzt sind nur noch Gegenstände drin. Und du kannst genau einen rausnehmen. Welchen Gegenstand würdest du rausnehmen? Ja, darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Wahrscheinlich haben das auch schon viele vor mir gesagt. Ich würde auf jeden Fall meinen Laptop mitnehmen, weil dort all meine Erinnerungen, all meine Fotos, Videos von meinen Kindern, als sie halt klein waren und alles. Also ich würde auf jeden Fall mein Laptop schnell nehmen und dann die Treppe herunter sprinten und das Haus verlassen. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und die heißt noch ein Jahr. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du etwas an deinem Leben ändern? Wenn ja, was? Ich glaube, ich würde eigentlich gar nichts ändern, weil ich für mich selber halt auch diese Mentalität habe, mein Leben eigentlich so zu leben, als wenn es morgen vorbei sein kann. Also ich versuche meinen Kindern das auch so zu vermitteln, dass sie halt wirklich ja, dankbar sein sollen und alles wertschätzen sollen und das Leben halt wirklich zu genießen, weil man halt auch wirklich sieht, wie schnell es halt vorbei sein kann. Und von daher würde ich, glaube ich, mein Leben genauso
weiterleben, wie ich es halt jetzt lebe. Ja, weil ich halt wirklich glaube, dass man eigentlich ja, jeden Tag so leben sollte, als wenn es sein letzter wäre. Ja, du hast die 8 Fragen mit Bravour gemeistert, ja. Du hattest doch vorher Gedanken und Sorgen gehabt, dass du vielleicht keine Antworten darauf hast. Erstmal vielen lieben Dank auch für die Antworten und vor allem auch für die intensiven Momente, die du jetzt direkt auch hier mitgeteilt hast. Jetzt darfst du mir eine Konterfrage stellen und jemanden nominieren. Also kannst du auch erstmal jemanden nominieren und dann die Konterfrage. Womit möchtest du beginnen? Nominieren. Ja, ich wollte dich halt fragen, würdest du halt lieber jemanden aus dem Fußball haben oder jemand, der sonst so eine Öffentlichkeitsperson ist im Leben? Also was wünschst du dir denn da? Jetzt hast du mich so ein bisschen kennengelernt. Du kennst auch ein bisschen den Christian. Also du kannst dir jetzt ja vielleicht so ein Bild machen, wer so vielleicht am besten zu uns passt. Was denkst du? Auch zu den Fragen. Du kennst ja auch ein paar andere Podcast-Folgen. Ja, genau. Ich würde... ja, das ist nicht so einfach. Ich würde Manuel Neuer nominieren. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade Zeit dafür hat. Wir haben in der letzten Zeit auch relativ viel Kontakt gehabt. Der feiert wahrscheinlich noch den Triple-Sieg. Und ich würde ihn da halt nominieren. Und ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen, ob er Bock darauf hat und dann euch in Kontakt bringen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Danke. Ja. Ja, jetzt darfst du deine Konterfrage stellen. Jetzt zu der Frage. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ich meine, ich weiß ja, dass du und Christian, ihr jetzt seit längerer Zeit schon in dem Business tätig seid. Mich würde einfach mal interessieren, wie genau oder was genau ihr halt mit den Profis halt macht oder was da euer Ansatz ist, ob es halt wirklich nur mit Spielern ist, die halt momentan Probleme haben, die halt down sind, die halt vielleicht ein bisschen depressiv sind oder mit Spielern, die eigentlich nie irgendwie eine negative Erfahrung oder ein negatives Erlebnis hatten. Geile Frage, das ist aber mal eine ordentliche Konterfrage, mein Lieber. Ja. Deiner Frage ist schon so ein bisschen auch die Antwort mit drin. Die meisten Sportler kommen zu uns, wenn die nämlich gerade in einer beschissenen Situation sind. Also entweder Verletzungen oder wirklich eine Downphase, wo sie sagen, ey, ich komme hier irgendwie nicht raus oder sie sitzen auf der Tribüne oder spielen nicht. Dann ist so ein Moment, wo wir starten meistens. So, ich habe noch keinen anderen Kunden gehabt, der gesagt hat, ey, es läuft so gut hier bei mir, ich möchte einfach wissen, wie es noch besser geht und zeig mir mal mein Rezept, wie es überhaupt gut läuft. Ne? Das haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Wenn wir aber gestartet haben in so einer Down-Situation oder Verletzungssituation, die dann erkannt haben, boah, das bringt mir richtig was, dann machen sie es auch weiterhin. Also der Kennenlernmoment ist dann ein bisschen anders. Es kommt aber auch darauf an, wie wir die Sportler oder auch die Künstler, Musiker, wenn wir die dann kennenlernen und begleiten. Die Frage ist halt, wie lernen wir die kennen? Ja, also wenn wir die auch irgendwo mal so kennenlernen, dann kommt man so ins Gespräch. Und ich sag zu mir persönlich, ich bin der Kompass für unbewusste Strategien. Ich finde halt die Strategien mit dir zusammen, die dich stören, wo du einfach sagst, hey, warum mache ich das jedes Mal? Warum kann ich das nicht einfach sein lassen? Und genau da komme ich ins Spiel, also mit dem, was ich so kann. Und dann lösen wir beide diese Strategien auf und finden Sachen, die dich noch stärker machen, ressourcevoller und du dein Leben noch mehr genießen kannst. Und nicht nur einfach irgendwie kurze Glücksmomente bekommst, sondern es geht darum, dass du erfüllter in deinem Leben sein darfst. Und das können verschiedene Sachen sein. Ja? Du kannst Schiss haben vor einem Elfmeter, kannst Schiss haben vom Eckball, ja, oder vom Zweikampf oder du hast eine Verletzungssituation erlebt und traust dich nicht wieder in die gleiche Situation
sei es Zweikampf oder was weiß ich, reinzugehen, wo du dich halt verletzt hast. Dann kann es aber auch sein, dass du im Privatleben Herausforderungen hast. Und da sind wir auch ein sehr guter Ansprechpartner und Begleiter. Aber letzten Endes geht es darum, herauszufinden, wo stecken eigentlich oder wo liegen deine Ressourcen und Stärken und wie kommst du da dran, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Und stay ready so you don't have to get ready ist eigentlich auch eine ganz gute Empfehlung. Ja, das hat mal Usher gesagt. Er gesagt hat, egal wann du mich weckst, ich bin immer bereit, ein Konzert zu geben. Und genau das ist der Punkt. Und wenn du das machst, wenn es dir gerade gut geht. Ich meine, du als erfahrener Fußballprofi weißt genau, als es bei dir gut lief, hattest du zwar Action um dich herum, aber du konntest damit total locker und gut umgehen. Weil egal, was kam, ob Presse oder nicht, ach, war ja irgendwo alles rund und gut. Hättest du da Mentaltraining gemacht, wäre es viel einfacher für dich gewesen. In der Verletzungssituation, da ist dann die Presse, vielleicht interessieren die sich gar nicht mehr für dich, der Verein ist irgendwie dann auch ein bisschen anders eventuell und so weiter und so fort. Dann ist die Situation viel schwieriger und dann machst du nochmal Mentaltraining dazu. Das ist einfach nur Kopfsport. Und Christian und ich bieten halt noch verschiedene andere Sachen an, wie zum Beispiel auch das Wingwave-Coaching oder Sporthypnose, um halt genau an das zu kommen, was da unbewusst in dir drin liegt. Weil so ein Schiss haben vor einem Zweikampf, in dem du dich mal verletzt hast, ist ja auch nicht ohne Grund und ist auch total sinnvoll für dich. Aber wenn du es gerne weglassen würdest und du möchtest gerne akzeptieren und quasi ganz normal wieder in die Zweikämpfe gehen, dann brauchen wir die unbewusste Strategie und schreiben die um mit dir zusammen und dann kannst du letztendlich wieder ganz befreit in was Neues starten mit der Erfahrung, die du aber auch erlebt hast. Die bleibt ja dann nicht aus oder ist dann weg oder so. Und das ist das, was wir tun letztendlich, genau. Und vor allem in dem Segment, brauche ich dir auch nicht erzählen, ist auch nichts Neues für dich. Du weißt ja auch nicht, wem du wirklich vertrauen kannst. Es kommen immer mehr Leute in dein Leben, die halt irgendwie was von dir wollen. Ja, okay, man könnte uns auch unterstellen, ja, ihr wollt ja auch was, am Ende wollt ihr auch Geld verdienen. Ja gut, klar, natürlich. Aber die Frage ist ja, geht es dabei um dich in erster Linie, dass es dir etwas bringt, dich weiterbringt und du sowieso sagst, ey, das ist total cool und deswegen nehme ich sowieso gerne das Invest in die Hand und machst das dann für dich und weißt, hinterher kommt auch nichts raus. Das ist dann die beste Verschwiegenheitsquelle, die du haben kannst im Endeffekt, ne? Neben der Familie. Du kannst uns das sagen und mit Christian Panda brauche ich nicht erwähnen. Haben wir natürlich auch einen erfahrenen Profifußballer, der einfach auch das Business kennt. Und wenn ich mal an einer gewissen Stelle einfach auch nicht die Expertise habe, ich war nämlich nicht irgendwo Profifußballer, dann ist er da mit seinem Wissen, mit den Kenntnissen, die er hat. Und ich denke, diese Kombination ist super selten. Ich weiß nicht, wie du es siehst oder ob du diese Kombination in der Art schon mal erlebt hast, aber sie ist sehr überzeugend und hilfreich und ist natürlich jetzt Eigenwerbung in dem Sinne. Es ist unser vollstes Herzblut und das Schönste, was wir machen können aktuell. Ja, cool. Ich meine, ich finde es ganz stark, wie ihr das macht. Ich glaube, in der heutigen Zeit mit dem ganzen Drumherum, auch mit den sozialen Medien und so. Ich glaube, da ist gut, dass Spieler gerade im Profifußball auch die Möglichkeit haben, auf Ressourcen wie euch zurückzugreifen. Ich glaube, als ich damals gestartet bin, mit 16, 2004, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, da gab es sowas ja noch nicht. Und ich glaube, heutzutage ist halt gang und gäbe, dass auch Vereine oder Clubs auf hohem Niveau explizit mit solchen Leuten wie euch halt zusammenarbeitet und ich glaube schon, dass es sehr hilfreich sein kann für die Spieler. Ich glaube, in dem einen oder anderen Moment hätte es mir in meiner Karriere bestimmt auch geholfen, aber ja, ich bin auch so ganz gut durchgekommen, aber ich bin mir sicher, dass ihr da vielen, vor allen Dingen jungen Spielern da auch weiterhelfen könnt, zumal, wie du es schon angesprochen hast, Christian, hat ja eine riesen Karriere gehabt und hat natürlich auch viel Verletzungspech gehabt. Also ist ja auch ähnlich wie bei mir, Achterbahnfahrt, also hoch und runter. Und ich glaube, wenn so jemand dann halt den jungen Spielern irgendwas erzählt, dann ist natürlich einfacher, dass sie das halt glauben. Ist nichts gegen dich, aber als wenn halt jetzt jemand kommt, der noch nie vor 50.000 Leuten gegen Ball getreten hat. Absolut, 100%. Und das ist einfach ein Erfahrungswert, den du haben darfst. So, ne? Also wenn du den hast im Team, sensationell. Und das ist das Entscheidende. Und letzten Endes auch einfach diese Erfahrungswerte, dass Mentaltraining einfach nur Kopfsport ist.
Und das, was du ja jetzt auch einleitend so gefragt hast, wenn dann so Herausforderungen sind, wenn ich dann down bin, dann geht es eher ins mentale Coaching, ja, oder ins Sportmentoring rein. Aber Mentaltraining ist einfach nur Kopfsport, das, was du gut kannst im Fußball. Was magst du am liebsten, wenn du Fußball spielst? Was ist es, Dribblings oder Schüsse? Was machst du am liebsten? Alles, wo der Ball dabei ist. Also solange der Ball an meinem Fuß ist, bin ich glücklich. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, oh, das ist das Allergeilste, so eine 1-1-Situation, wo du jemanden aussteigen lässt oder Vielleicht, ich würde sagen, Passspiel. Also wenn ich den Ball bekomme und dann die Möglichkeit habe, einen tödlichen Pass zu spielen, ich glaube, das ist das, wo ich am meisten Spaß dran habe. So, und genau das ist es zum Beispiel, dass wir dann auch genau das begleiten, was kannst du besonders gut und was liebst du, und dafür würden wir zum Beispiel mit dir ein Drehbuch schreiben, dass du diesen tödlichen Pass immer wieder durchläufst und wie machst du eigentlich den besten tödlichen Pass, und in dem Sinne, weil das was Bewegendes ist in dem Moment, würden wir mit dir zusammen gucken, wie du am besten dieses trainieren kannst, dass du das sofort wahrnimmst und noch schneller wahrnehmen kannst, dass du vielleicht schon viel, viel eher erlebst und siehst, wo der Spieler gleich reinläuft, damit der tödliche Pass vielleicht noch viel cooler aussieht. In dem Sinne, dass du den spielst und der sieht aus, als würdest du ins Leere spielen und der Spieler kommt dann erst rein in dem Moment. Das wäre dann etwas, was man so als, was wir als Drehbuch bezeichnen. Und das ist halt einfach echt, echt das Geniale daran. Und wir haben jetzt auch einen großen Teil einfach digitalisiert, dass das ganze Mentaltraining letzten Endes die Leute, egal von wo sie sind, das auch machen können. Ja, super. Super Sache. Alex, ich danke dir. Ich danke dir für diesen sehr coolen Podcast und für die außergewöhnliche Konterfrage. Wir wurden das noch nie gefragt zu unserem Business. Also von daher vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, ich habe zu danken. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja mit Christian schon längere Zeit darüber gesprochen, dass ich mal dabei bin, und ja, ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat, und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich grüße dann schon mal Manuel Neuer, falls er Lust hat. Sehr, sehr gerne ist er dann als Gast eingeladen. Danke, danke. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag in Australien. Vielen Dank. Vielen Dank und dir eine gute Nacht. Danke, danke. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.